Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier und heute im Video möchte ich ein bisschen über ja, ein neues Perk-Konzept reden, da mich ja manche von euch schon angeschrieben haben und gesagt haben, dass ich mal dazu ein Video machen soll und dieses neue mögliche Perk vorstellen soll. Nur kurz zur Info, dieses Perk wurde nicht bestätigt von Treyarch, es ist einfach nur ein Konzept von einem Fan. Aber da muss ich ehrlich sagen, dieses Konzept ist wirklich so gut durchdacht, er hat ja wirklich schon alles gemacht. Er hat sogar schon die Musik für dieses Perk gemacht, dann schon die Perkmaschine designt, das Logo für das Perk und alles. Und allgemein wirkt das echt wie eine sehr, sehr gute Idee. Und in der Vergangenheit war es ja auch schon des Öfteren so, dass Treyarch Sachen der Fans, Ideen der Fans mit ins Spiel eingebracht hat. Und ich würde ehrlich sagen, dieses Mal könnte es ebenfalls der Fall sein, wenn es denn genug Supporter quasi aus der Community bekommt. Da habe ich mir gedacht, da es glaube ich aus der deutschen Community noch keinen gab, der dazu ein Video gemacht hat. Ansonsten hätte ich glaube ich auch nicht so viele Nachrichten dazu bekommen. Dass ich vielleicht auch so ein bisschen drüber rede und euch das Ganze kurz vorstelle. Denn auf Reddit oder eher gesagt im Subreddit von Call of Duty Zombies hat auf jeden Fall der User RaffaSeo6789 seine Idee zu einem neuen Perk den anderen Usern aus diesem Subreddit zu den eher aktiveren Teil der Call of Duty Zombies Szene mitgeteilt. Und zwar zu dem Perk Banana Colada. Mit diesem kann man 50% schneller rutschen und dazu sogar noch 50% weiter als wenn man ganz normal rutscht. Dazu kann man sogar noch Treppen hochrutschen und die coolste Idee daran ist auch eine Idee, die gab es quasi schon im Zombie-Modus und zwar auf der Map Die Rise, glaube ich, hieß die Map, ja, wo du diesen komischen Liquifier bauen konntest, wo die Zombies halt immer ausgerutscht sind. Und zwar, wenn wir jetzt mit dem neuesten Perk rutschen, hinterlassen wir eine kleine, ja, Spur von Schleim, kann man schon fast sagen. Und wenn die Zombies über diese Spur gehen, rutschen diese ebenfalls aus und fallen hin. Und da muss ich ehrlich sagen, das wirkt null overpowered. Es wirkt aber sehr, sehr hilfreich wiederum. Denn mit diesem Perk können wir relativ einfach aus brenzlichen Situationen rauskommen. Und allgemein kann man, wenn man das Movement raus hat im Zombie-Modus, dass man dann immer springt, rutscht, so wie ich das öfters mache. Wenn man wirklich dieses Movement perfekt drauf hat, so wird man ja quasi nochmal belohnt mit diesem Perk. Dass man damit noch schneller unterwegs ist. Und allgemein muss ich ehrlich sagen, ich bin von diesem Perk ziemlich überzeugt, da es ja wirklich perfekt auf dieses Movement, was man im Zombie-Modus hat oder allgemein in Black Ops 3 wirklich perfekt zugeschnitten ist und ja, damit kommt es nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu dieser ganzen Sache steht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Plus dazu gibt es zu diesem Perk schon eine Perk-Maschine, eine Jingle, also eine Musik. Natürlich auch ein Logo und wie teuer das Ganze sein soll, das ist natürlich nur eine grobe Idee. Aber allgemein stecken schon richtig viele Ideen hinter diesem neuen Extra. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dieses Perk demnächst im Zombie-Modus. Vielleicht zum nächsten oder übernächsten Map-Pack sogar. Ja, Leute, jetzt habe ich euch mal die Information zu diesem neuen Perk gegeben und ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Wie würdet ihr es finden, wenn dieses Perk im Zombie-Modus vorhanden ist? Und übrigens, falls ihr euch die Musik für dieses Perk komplett anhören möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein. Dort habe ich den Kanal von MadGaz Gaming verlinkt. Der hat übrigens das Logo designt, die Perkmaschine plus die Jingle dazu. Die Idee an sich kam halt von einem anderen User über Reddit. Aber allgemein bin ich echt mal gespannt, wie die Community drauf reagiert auf dieses neue Perk. Falls ihr die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Perk überhaupt irgendwann mal existieren wird, erhöhen möchtet, dann schaut am besten mal in die Beschreibung erneut rein. Dort ist ein Link zu Twitter verlinkt. Falls ihr also auf Twitter aktiv seid, könnt ihr zum Beispiel das Foto, was ich euch dort verlinke, beziehungsweise den Beitrag, den ich euch dort verlinke, mal retweeten. Vielleicht wird dann Treyarch darauf aufmerksam und schaut sich das Ganze mal an. Aber auf jeden Fall, Leute, war es das jetzt von mir. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und wie schon gesagt, eure Meinung ist gefragt. Wie würdet ihr zu diesem neuen Perk stehen? Und Leute, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und dann sehen wir uns demnächst.